Ah, hi, ist ja euer Andi von iSolutions. Nervt euch das auch immer, dieses ganze Gebamsel hier am Gurt? Da hätte ich einen kleinen Praxistipp für euch, wie ihr sowas vermeiden könnt. Wir machen einfach mal alles ein bisschen zusammen. Hat den Vorteil, ich habe es schneller griffbereit, es baumelt nicht immer überall rum, ich bleibe nicht überall hängen. Nehmen wir uns jetzt einfach mal hier die Rebschnur. Am besten ist, wenn ihr die Rebschnur doppelt nehmt, zwirbelt sie mal richtig zusammen, richtig fest und nehmt sie dann wieder doppelt. Ich mache das immer übers Knie, greife dann hier unten nochmal rein und jetzt hat die den Drall, sich selber ineinander zu drehen. Jetzt habe ich ein schönes, kompaktes Päckchen. Wenn ich jetzt hier oben meinen Karabiner wieder einhänge, so, dann bleibt die auch zusammen. Und das Ganze kann ich mit dem anderen Zeug auch machen. Meine Bandschlinge zum Beispiel. Das ist jetzt eine kurze, würde aber mit einer langen ganz gut gehen. Ich zwirbel die einfach zusammen, nehme sie doppelt, greife unten rein, oben Karabiner und kann es mir anhängen. Auch die Trittschlinge von eurer Handsteigklemme ist genau das gleiche. Es hängt immer alles so rum. Ich zwirbel es mir ein, nehme es doppelt, hänge es mir ein. Schon habe ich alles sehr kompakt verstaut. Das war unser Praxistipp für heute. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.